Willkommen, abonnieren Sie den Kanal, um die schnellsten Nachrichten des Tages zu erhalten. Harald Juncker war ein erfolgreicher Entertainer. Seine Witwe plagen finanzielle Sorgen. Warum helfen ihr die Söhne nicht? Nach dem Tod ihres Mannes Harald Juncker, 75, waren es vor allem Erinnerungen, die Susanne Juncker, 74, blieben. Die Villa der Eheleute und Eigentumswohnungen, die als Altersvorsorge gedacht waren, wurden nach Junkers Tod verkauft, ein erheblicher Teil des Geldes ging an seine Söhne. Von den Millionen, die der Star verdiente, scheint kaum etwas übrig. Vor einigen Wochen bekam die zierliche Dame Besuch vom Gerichtsvollzieher. Grund sind familieninterne Streitigkeiten, um eine fünfstellige Summe. Deshalb pfändete der Gerichtsvollzieher Schmuck, den Harald Juncker seiner Frau einst schenkte. Zwei Ketten, ein Kajal, eine Brosche, alles von Chanel wurde ab Mitte November auf der Internetseite justiz-auktion.de, für Käufer sind ausschließlich Justizvollstreckungsbehörden in Deutschland und Österreich, zur Versteigerung angeboten. Danke fürs Zuhören.